Vom Parkplatz Heiligenstadter See geht es bergan Richtung katholische Kirche. Direkt an der Kirche vorbei führt ein romantischer Pfad nach Neumühle. Im Ort gehen wir über die Brücke bergan auf dem alten Salzweg nach Burggrub. Ein Flurweg leitet uns über Zockendorf flussabwärts zurück zum See. Unterwegs machen wir uns Gedanken über einen Vers aus Hebräer 12. Kurz gefasst lautet er: Zeige Ausdauer im Kampf, der dir bestimmt ist. Gut, im Leben gibt es viele Anfechtungen, die einen Kampf verlangen. Nicht alles kannst du einfach schlucken und gut sein lassen, auch nicht deine Macken. Wesentliche Dinge verlangen den Kampf. Das ist nicht ein kurzes Reagieren, sondern benötigt Ausdauer. Kampf nach außen ebenso wie Kampf nach innen, gegen deine Denk- und Handlungsweisen, die aber nicht wirklich zu dir gehören. Rätselhaft ist hier allerdings der Zusatz. Es heißt: Zeige Ausdauer im Kampf, der dir bestimmt ist. Dieser spezielle Kampf ist nicht selbstgemacht aus den Folgen falscher Entscheidungen. Er ist dir bestimmt. Grüble darüber nicht nach, denn damit verlierst du Kraft und Stärke. Es gibt in deinem Leben den Kampf, der auf unerklärliche Weise zu dir gehört. Du kannst ihn nicht übergehen und auch nicht umgehen. Er ist da. Paulus sagt dazu: Zeige Ausdauer im Kampf, der dir bestimmt ist. Es wird einen Sieg geben.